Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Aubi-Beschlag. Steht hier drauf. Und bei dem ist das so, da ist hier das ausgeschlagen. Das Material ist hier abgerieben und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde das einmal auseinandernehmen, komplett das Teil. Und dann dementsprechend hier Material auftragen, damit das wieder reinpasst. Die Zähne scheinen hier noch in Ordnung zu sein, aber das gucke ich mir dann an. Dann wird einmal die Stange gedreht und dann baue ich das Ganze dementsprechend hier wieder drauf. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe hier, ist, dass der Kunde das hier ausgebohrt hat. Also das soll man auf gar keinen Fall machen. Mal gucken hier. Danach habe ich nämlich Probleme, das wieder festzubekommen. Aber trotzdem, das mache ich wieder heile. Das heißt, ich trage jetzt hier auch wieder Material auf. Und dann werde ich das dementsprechend hier wieder drauf vernieten. Gut, ist gar kein Problem. Könnte man sowas nachbauen? Theoretisch ja. Man müsste dann hier nur eine andere Lochstange reinmachen. Das könnte theoretisch gehen. Mal gucken, ich habe hier gerade eins. Ist aber nicht ganz so sauber. Das ist jetzt ein anderer Hersteller. Also Genia. Da passt er sogar rein. Mal gucken, wie das aussieht. Und dann würde hier praktisch eine andere Lochstange reinkommen. Und die würde ich dann dazwischen setzen. Und dann ist das dementsprechend auch wieder in Ordnung. Also das heißt, es geht immer, irgendwas geht immer. Und ansonsten kann man auch was anderes nehmen. Der Kunde sagt jetzt, die Tasche ist aber auch nur so schmal. Na gut, dann müsste man das ein bisschen breiter machen. Ich muss mal eben gucken hier in meiner Kiste. Hier ist mal eben ein anderes Getriebe. Das ist jetzt hier von Winkhaus. Mal gucken, was das sagt. Wir wollen mal eben hier den Meshschieber. So, wir haben hier eine Breite von 16 mm, 16 und ein bisschen sogar. Das heißt sogar noch ein bisschen mehr. Ne, 16. Und hier haben wir natürlich auch eine Breite von 15,5. Also das würde gehen. Dann habe ich hier ein Rotogetriebe. Das hat natürlich die gleichen Maßen, ist klar. Oh, guck mal, hier habe ich sogar noch ein Getriebe. So müsste das nachher aussehen, hier mit den Zapfen. Naja, das ist eigentlich auch ein bisschen reparaturbedürftig, also ich schmeiße das nicht gleich alles weg. Mal eben auseinanderhalten, das ist auch eins. Die habe ich deswegen, weil ich das umgebaut habe. Ja. Und am besten geht eigentlich, nicht mehr da. Doch. Nehme ich hier drin. Am besten geht eins von, das ist nicht Virginia. Da fehlen nur die Zähne dran. Das würde wirklich auch gehen. Das ist sogar das Original noch. Das Original Zahnrad dazu. Das ist nur leider ein bisschen, aber das ist auch nicht so tragisch. Da schweiße ich Material auf oder baue das einfach nach. Das ist ja von Schloss auch kein Problem. So, okay. So, das alles beiseite hier, das brauchen wir nicht. Es geht jetzt um dieses hier und ja, das öffnen wir jetzt mal eben und dann baue ich das da einfach rein. Ich habe das jetzt mal soweit zerlegt und dann kann man also hier sehen, wie der ausgefranst ist. Das ist jetzt noch gar nicht so schlimm, weil der hat das hier nur auf einer Seite. Das heißt also, ich könnte das jetzt theoretisch auf die andere Seite drehen und das machen. Und dann würde das auch gehen. Aber ich habe hier ein Problem. Das hier ist auch ein bisschen abgerieben. Das muss ich mal eben gucken, wie ich das am besten wieder so hinkriege, dass es vernünftig wieder funktioniert. Also entweder schweiße ich hier was auf. Also da rein. Oder ich dengel das. Muss ich gleich mal gucken, dass ich wieder hier das Maß habe, dass da wieder sauber läuft. Oder ich lasse mir was anderes einfallen. Das Getriebe ist jetzt wieder soweit zusammen. Ich habe hier Material aufgeschweißt.
Und ich habe jetzt hier auch noch neue Zapfen wieder ran gemacht. Und jetzt sollte das Ganze funktionieren. Das heißt also, ich baue das jetzt. Mal gucken. So. Das Ganze jetzt hier drauf. Ja, muss ich mal eben noch ein bisschen auf dem Amboss korrigieren. Also das heißt jetzt immer eben gleich reinschlagen und dann kann ich hier die Zapfen, das zeige ich gleich mal, wie weit die durchstehen, dementsprechend vernieten. Gut, das mache ich mal eben. So sieht das Ganze jetzt aus. Sind zwar jetzt ein bisschen lang, aber mal gucken, wie das gleich ist, sonst kann ich das so gut abschleifen. Hier liegt das Getriebe auch richtig dran. Ja, muss ich mal eben einmal testen. Falsche Richtung. Ja, falsche Richtung drauf. Wir das mal eben korrigieren. Ja, da habe ich eben nicht aufgepasst. So. Ja, alles gar nicht so tragisch. Mal eben gucken. Das mal eben richtig rum. Muss ich mal eben gucken, was ist ja nicht weit genug. Das war zu weit. So, da soll das hin. Okay, die Dinger stecken da schon durch. Dann kann man eben Hammer draufhauen. Ja, das sieht schon besser aus. So, jetzt funktioniert das nämlich auch. Hervorragend. Gut, jetzt vernähte ich das Ganze nochmal eben schnell. Und dann dürfte das Getriebe fertig sein. Müssen ein bisschen schmieren. Die Lochstange habe ich gedreht. Den Hieb muss ich gleich nochmal eben dementsprechend verhauen. Ja. Also bitte, wenn es geht, hier nicht aufbohren. Am Telefon. Nicht aufbohren, weil sonst muss ich da extra wieder neue Zapfen dran machen. Das Aubi-Getriebe ist wieder fertig. Das ist auch wieder dran. Wieder vernietet hier. Dann muss ich das gleich nochmal eben einmal schmieren. So, es braucht keinen Griff, also nehmen wir die Zange. Damit funktioniert das gut. Lässt sich hier auch drehen. Er bewegt sich auch wieder. Ja, und damit kann man das Ganze jetzt so einbauen wieder. Und hat wieder eine Funktion. Das läuft jetzt auch wieder richtig im Kreis. Liegt hier dementsprechend auch an. Lochstange, wie gesagt, habe ich gedreht. Und dadurch, ja, kann das Ganze auch nicht mehr überspringen. Das war es dann soweit von meiner Seite aus. Ja, dann freue ich mich schon wieder zu meinem nächsten Projekt. Alles Weitere steht unten unter der Videobeschreibung. So. Und das ist nämlich hier auch ein bisschen geschmiert. Okay. Da findet man dann meine Adresse, Telefonnummer, E-Mail und darüber kann man mich dann dementsprechend kontaktieren. Ja. Hervorragend. Also, das Fenster kann wieder geschlossen werden, funktioniert wieder alles und der Beschlag kann eingebaut werden wieder.